Ja, du bist, was du isst, habe ich mal irgendwann gehört. So wird es oft gesagt, du bist, was du isst. Wenn du viel Pflanzliches isst, dann wirst du wie eine Pflanze. Wenn du viel Fleisch isst, wirst du wie ein. Führen wir jetzt nicht weiter. Ja, aber was mache ich dann, wenn ich sage, ich esse nicht viel? Du bist, was du isst, also bin ich nicht viel. So, schwierig. Ja, man möge mir verzeihen, dass ich so dieses Video drehe. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Mir ist, glaube ich, nichts Besseres eingefallen. Ja, man isst, was man isst, könnte man natürlich sagen, hat alles seine Berechtigung. Was vielleicht besser zutrifft, ist, man isst mit einem S, was man verdaut. Man kann auch so gut essen, wenn man diese guten Nährstoffe nicht verdauen kann, aufnehmen kann, aufspalten kann, dann nützen die einem ja nichts. Und dann kann daraus auch nicht viel entstehen oder wenig Gesundheit entstehen. Das, was viele vergessen ist, auch wenn sie auf den positiven Trip kommen, die Ernährung umzustellen, dass man vergisst, den Magen-Darm-Trakt, der ja sehr viele Jahre manchmal, jahrzehntelang gelitten hat unter einer ungünstigen Ernährung, dass man diesen Bereich einmal säubert. Das macht man auch, wenn man irgendwo einzieht. Man macht sauber, man streicht, dann macht man wieder sauber. Und dann geht das neue Leben los. Und beim Verdauungstrakt wäre das genauso wichtig. Man kann dann auch so viel Bio essen und Gemüse und Obst. Wenn der Verdauungstrakt nicht in der Lage ist, das aufzunehmen, aufzuspalten, beziehungsweise so verstopft ist, energetisch und körperlich, mit Schlacken belastet ist, dass er eben gar nicht frei ist von, ja, Stauungen. Und dann kann man diese guten Dinge, wie gesagt, nicht aufnehmen. Man isst, was man isst und in erster Linie das, was man überhaupt verdauen kann, beziehungsweise dann resorbieren kann im Magen-Darm-Trakt. Somit wäre eine Maßnahme, bevor man die Ernährung umstellt oder währenddessen auch. Im Grunde kann man das immer regelmäßig machen, ist es, den Verdauungstrakt zu reinigen. Wie die Wohnung, die putzt man auch ab und zu, sagt man ja auch nicht, naja, ich bringe nicht viel Dreck hinein, dann bleibt sie sauber. Würde man nie sagen, weil es ja auch gar nicht geht, sondern es verstaubt immer etwas. Oder den Kamin, man kann auch so gutes Holz verschüren. Es bleibt immer Asche und Dreck übrig. Das ist halt so. Und bei der Verdauung ist es genauso. Man kann noch so gesund essen, noch so viel Bio essen. Bei den meisten Menschen oder fast allen bleiben immer Schlackenreste übrig, die nicht richtig entsorgt, entgiftet werden, nicht richtig unten rauskommen. Beziehungsweise dann vielleicht die Magen-Darm-Wand sowie verstopfen, verschlacken, vergiften, wie auch immer man das nennen mag. Man isst also, was man verdaut. Wenn man gut verdaut, dann kann man aus diesen ganzen Nährstoffen einen Gewinn schöpfen. Ja, das gilt natürlich auch für die geistige Nahrung. Und wenn man seinen Geist nicht versucht, so wie zu reinigen, zu säubern von alten Gedankenmustern, dann kann man neue Gedankenmuster oft gar nicht aufnehmen, da unterschwellig im Unterbewusstsein immer noch Glaubenssätze und Strukturen sind, die die positiven Sätze sowie, ja, unterwandern, unterlaufen, untergraben, und dann können die sich nicht richtig einnisten. Man isst, was man isst. Man isst, was man verdaut. Somit wäre eine gute Maßnahme, auf körperlicher, auf psychischer Ebene einmal zu reinigen.
um dann die Kapazitäten von Körper und Geist vorzubereiten, dass, wenn gesunde Stoffe von außen kommen, gesunde Gedanken, dass man die wie besser integrieren bzw. Magen-Darm-Trakt dann resorbieren kann, können. Ja, vergisst man oft. Man denkt, ja, ich mache mal schnell so und so und dann hat man gar nichts vorbereitet. Beim Garten ist es auch so, man reinigt erst den Garten, man macht ihn sauber, man hackt ihn, tut vielleicht ein bisschen Erde und Dünger rein, damit dann später was wachsen kann. Man würde nicht sagen, na, jetzt pflanze ich nur noch Biogemüse an, wenn der Grund nicht vorbereitet ist. Bei der Ernährung ist es genauso. Man kann sich noch so gesund ernähren. Es wird nicht so viel nützen, als wenn man parallel dazu oder vorher den ganzen Verdauungstrakt reinigt und schlussendlich dann regelmäßig dieses durchführt. So gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Naturkunde, in der Medizin. Im Yoga ist sehr gut die Muschelreinigung oder die anderen Shatkarmas, die man vielleicht kennt oder auch nicht kennt, so dass man wie ja seine Wohnung innen mal durchwischt, so ein Frühjahrsputz. Und Frühjahr gibt es ja alle Jahre wieder. Das heißt, das macht man dann regelmäßig. Ja, dann fröhliches Reinigen und wir sind, was wir aufnehmen können, was wir verdauen können.